Jetzt bei mir im Studio sind Michi und Sarah. Herzlich willkommen. Ihr beiden. Hey, schön, seid ihr hier. Hey, ihr habt ja eine crazy Message gehalten vom Musical. Ihr habt die Jenny genommen und das angeschaut. Ihr habt von dieser guten und bösen Seite gesprochen, Sünde und das Gute, dass das so schwierig ist. Wer entscheidet dann, was gut ist und was böse ist? Wer sagt da, das ist jetzt eine Sünde, was du machst, und das ist das Gute? Gute Frage, Alex. Ich denke mir genau, dass das Gute, das ist ja das Göttliche, das sind diese Gesetze, das, was du auch spürst, wenn du unterwegs bist mit dem Heiligen Geist. Ich finde immer wieder, man spürt das, habt ihr das nicht auch? Man spürt schon etwas, ist etwas richtig oder nicht? Ich denke, zusätzlich ist es halt doch noch krass, das Gesetz, oder Sarah hat dir vom Gesetz gepreacht, ist ja eigentlich die Bibel. Das, was Gott uns vorgibt, sind wie die Leitplanken für unser Leben. Mhm. Also die Bibel ist eine Leitplanke für unser Leben. Und dort natürlich oft die Frage, ja, was vom Alten Testament gilt denn heute noch so. Das ist schon eine tricky Frage, aber wie du gesagt hast, der Heilige Geist lebt ja in uns, wenn wir ihn einladen. Mhm. Und wir dürfen immer wieder auch Freunde fragen, was denkst du über dieses Thema? Also ich persönlich liebe den Austausch auch mit anderen Leuten, genau über diese Frage, oder wie machst du das konkret? Mhm. Aber dann würdet ihr sagen, also einerseits spürt man das einfach, aber das hat vielleicht jeder so ein bisschen eine andere Grenze, oder, bei was gut ist. Mhm. Und auf die andere Seite gibt uns die Bibel Sachen vor und der Austausch mit Menschen hilft sicher auch da. Mhm. Und dann findet man irgendwie einen Mittelweg. Ja, ich denke auch, die Gesellschaft gibt uns ja auch Normen vor, was gut und was böse ist. Also das ist ja auch ein bisschen, je nach das Kultur, Gesetz, wo wir drin sind, Gesetz von der, vom Staat her und so weiter. Die Gesellschaft gibt ja uns auch Schranken vor, oder? Mhm. Kennen wir ja. Das stimmt. Hey, ihr habt gesprochen, auch gerade in diesem Bild mit der Taschenlampe, oder, wo die Gruppe da auf die Jenny geleuchtet hat und sie eigentlich anklagt. Jetzt glaube ich aber auch, gibt es auch oftmals Anklage, die gerechtfertigt ist. Gerade wenn mich mein Partner betrügt, oder das sind so viele Sachen, wo wir ja jemanden anklagen, aber gerechtfertigt, weil er uns wirklich Schmerz hinzugefügt hat. Ja. Wie schaffe ich das, dort trotzdem irgendwie diese Anklage abzulegen? Weil irgendwie ist sie ja auch ein bisschen fair, dass ich... Ja. Oder? Ja, eigentlich in der biblischen Geschichte haben die Hohepriester ja recht, dass es geht doch einfach nicht, dass man Ehe bricht, oder in der Geschichte vom Musical. Die Jenny geht ganz bewusst in diese Zerstörung rein. Sie will ihre Freundin eigentlich verarschen, sage ich jetzt mal blöd, oder? Und das ist gerechtfertigt, dass das Gesetz uns anklagt, dass gewisse Anklage ist richtig. Mhm. Die Frage ist, komme ich damit zu Jesus? Und das ist für mich der entscheidende Punkt, wie ich mit Anklage, Sünde, Versagen umgehen kann. Ich bringe das zu Jesus. Jeder von uns macht Fehler. Mhm. Wir alle sündigen. Das ist eigentlich eine starke Aussage in dieser Geschichte drin. Mhm. Wir sind alle gleich. Die Frage ist, gehe ich zu Jesus mit dem, wo ich versagt habe? Ja, und gut, dann ist es ja vielleicht jetzt, ich komme mir einfach gerade in den Sinn, wenn jetzt du was tust, das ich gar nicht mag und da bist du falsch, dann sage ich dir das, aber manchmal will es dann auch nicht wahrhaben oder ich auch nicht wahrhaben und dann musst du halt wie auch dem Gegenüber einen Moment Zeit geben, bis er das realisiert. Also jetzt bei Jenny war es natürlich, die wollte das, die ging da voll rein, oder? Mhm. Und ich denke mir auch, das ist gut dann zu sagen, das ist nicht richtig. Aber am Schluss ist die Frage, klage ich sie deswegen an? Habe ich jetzt mehr Recht, nur weil sie gesündigt hat quasi, oder? Ja, ich denke, es wird dort schwierig, wo es ja mit extremer Verletzung und Schmerz verbunden ist, oder? Mhm. Ich meine, wenn wir uns jetzt überlegen, die Frau von Marvin, die wurde ja eigentlich betrogen. Ja. Aus ihrer Sicht, oder? Ja, voll. Ja. Das ist ja extrem schwierig für sie, das nicht mehr anzuklagen. Ja, ist auch nicht gut. Ist wirklich, war nicht gut und sie hat auch irgendwo ein Recht, wütend zu sein. Die Frage ist, wie geht sie damit weiter, oder? Mhm. Also ihr denkt, wenn man mit dem dann zu Jesus geht, kann er einem wirklich diese Heilung schenken, dass man freikommt von einer solchen Anklage und wirklich dieser Person, die mich verletzt hat, quasi neutral gegenüberstehen kann irgendwann? Neutral vielleicht nicht, das ist noch schwierig zu sagen, oder wann ist es neutral, aber ich denke, die Anklage in uns drin gegen andere Leute, die frisst uns auf. Klar habe ich vielleicht recht, klar wurde ich verletzt, aber wenn wir das unser Leben lang mitschleppen, nicht vergeben, das einfach in uns drin haben, wird es uns selber mehr schaden,
als der Person, die wir anklagen. Deshalb ist es auch eine Freisetzung, unsere Lampen sinken zu lassen und selber Jesus zu begegnen. Mhm. Aber ja, das ist eine ist mega Weg, schwierige ja. Angelegenheit dann, gerade wenn es um Ehebruch oder solche Themen geht. Ja. Dann geht das vielleicht auch lange. Das darf man sich auch geben, diese Zeit. Vielleicht braucht es 100-mal, 70-mal, 7-mal, oder wo Jesus sagt, wo ich vergeben soll, bis ich das auch spüre und fühle. Also das ist absolut so, wie du sagst. Das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Ja. Aber nicht unmöglich mit Jesus, oder? Ja, mit ihm ist das nicht unmöglich. Das will ich jetzt auch noch gerade sagen. Genau. Jesus ist wirklich der einzige Weg, wie wir das überhaupt fallen lassen können. Und dass das einen Weg braucht, ist mir ganz klar. Da habe ich ja auch in meinem Leben schon Erfahrung gemacht. Ja. Es braucht Zeit, aber ich denke, das ist der Riesenunterschied an Jesus. Er macht uns frei. Er ist der Einzige, der das kann. Das kann noch so Psychologie-Sitzungen können mich schon weiterbringen, aber diese Freiheit, die habe ich bei Jesus erlebt, die ist wirklich stark bei ihm. Ja. Hey, danke vielmals, dass ihr hier wart. Ja, gerne. Würdest du noch für uns beten, Sarah, mega zum Schluss gern. Und für die Leute? Ja, ich danke dir genau für das, Vater, für deine Freiheit, dass du uns frei machst. Du setzt uns frei, dass wir nicht diese Fesseln an den Füßen haben müssen und Anklage an uns klebt oder wir andere bekleben müssen mit dem. Du setzt uns frei. Und ich danke dir für all die Leute, die hier zuschauen. Und ich segne dich wirklich, dass du gehen kannst in dieser Freiheit und dass du mit Freuden wissen kannst, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Sei mega gesegnet.